Hallo Internet, hier ist wieder weg. Sagt für euch und willkommen zu einem neuen Unboxing. Wieder ein Lichtschwert, aber nicht von einer anderen Firma, die ich bisher hatte, sondern von einer neuen Firma namens CX Saber. Vielen Dank an CX Saber, dass sie dieses Lichtschwert mir zur Verfügung gestellt haben und vielen Dank, dass sie dieses Video damit sponsern. Aber wenn ihr euch anguckt, wie diese Box schon aussieht von CX Saber, dann bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, der so ein gewisses Déjà-vu hat. Und glaubt mir, das wird gleich noch sehr interessant. So, haben wir erstmal hier einen Koffer, einen Schwertkoffer, was ich sehr cool finde, dass das direkt mit dem Schwertkoffer kommt. Bei anderen Shops kenne ich das nur, dass man so einen Schwertkoffer dazu bekommt, in der teureren Variante, wenn man die kauft. Hier ist der Koffer schon direkt bei einem Neopixel-Schwert dabei, bei CX Sabers. Auch wenn dieser Koffer jetzt nicht gebrandet ist, finde ich das trotzdem sehr, 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 sehr cool. Und wenn wir den aufmachen, ja, dann haben wir erstmal hier ja, so eine Art Sicherheitshinweis. Und merkwürdig finde ich, da steht nur Sabers.de drauf und nicht CX Sabers. Aber okay, naja, na gut. Hier haben wir ein paar Schräubchen und einen Imbus. Den müssen wir natürlich später reinmachen, um die Klinge zu halten. Und hier, was könnte sich in diesem schwarzen Karton verbergen? Habt ihr eine Idee? Surprise, surprise. Es ist nämlich ein Display-Stand. In derselben Schriftart, in demselben Karton. Interessant. Wie wird wohl dieser Display-Stand aussehen? Schauen wir mal rein. Ja, leck mich fett. Als ob wir das nicht schon mal so ähnlich gesehen hätten. Es ist 1:1 derselbe Display-Stand, den wir auch schon von anderen Firmen kennen. Hier ist sogar so eingefräst wieder so eine Öffnung für so eine Metallplakette. Aber, Spoiler, ich sage euch jetzt schon, ich werde hier in diesem Paket keine Metallplakette finden. Immerhin ist die Bedienungsanleitung anders gestaltet. Inhaltlich ist sie natürlich das gleiche, aber sie ist zumindest anders gestaltet. So, hier haben wir ein Ladekabel für die Batterie. Hier haben wir nochmal einen Blade Plug. Hier, ich weiß gar nicht, was das ist. Ob das Ersatzteile sind oder... Muss ich mir ja gleich nochmal genauer anschauen. Und hier haben wir die Klinge. Ich liebe das Geräusch. So, und hier ist jetzt das Lichtschwert selbst. Und ansonsten, ne, ist auch wirklich sonst nichts mehr drin. Aber hey, gucken wir uns das Lichtschwert an. Schaut es euch an. Es sieht sehr, sehr gut aus. Es ist auf jeden Fall sehr akkurat. Es sieht 1:1 genauso aus eigentlich wie das Schwert von Luke. Und hier habt ihr das gerade gesehen, die Knöpfe. Es ist tatsächlich, diese kleinen schwarzen Knöpfe sind zum An- und Ausschalten. Ich dachte vielleicht, diese längere Platine wäre das, wo ich an- und ausschalte, weil so ist das beim Obi-Wan-Schwert auch, was ich habe. Aber nee, es geht wirklich um diese zwei kleinen schwarzen Knöpfe. Und das finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht verkehrt. Das finde ich sogar besser so. Sehr, sehr cool. So. Also hier ist das Lichtschwert. Und wie gesagt, es sieht wirklich sehr gut aus. Ich muss sagen, der Griff vom Lichtschwert macht einen wertigen Eindruck, macht denselben Eindruck wie von anderen Lichtschwertfirmen. Ich werde den Namen dieser anderen Lichtschwertfirmen jetzt nicht erwähnen, weil es geht ja hier um das Lichtschwert von CX Saber. Aber ich glaube, wenn ihr die Videos auf meinem Kanal geguckt habt, dann fällt euch definitiv auf, dass es hier gewisse Gemeinsamkeiten gibt. Das Einzige, was es nicht gibt, ist, da waren keine Baumwollhandschuhe dabei. Deswegen nehme ich die jetzt aber einfach wieder von einer anderen Lichtschwertfirma. Denn ich möchte hier keine Patchflecken auf diesen Lichtschwertgriff machen. Ich glaube, ich rubbel es erstmal so ein bisschen sauber. Entschuldigung. Ich habe so die Vermutung, dass die Einzelteile von ein und derselben Company kommen und unterschiedliche Lichtschwertfirmen sich die Sachen halt einkaufen, die zusammenbauen und das quasi deren Eigenleistung ist.
aber alle bei demselben Großhändler die Teile bestellen. Diese Vermutung habe ich. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber wenn es nicht so ist, wäre das umso merkwürdiger. Also es kann eigentlich nur so sein. Aber so tief bin ich da nicht drin. Dementsprechend sehen die, also ist der Griff auch, also der Griff ist richtig gut. Ich meine, guckt ihn euch an. Ja. Es ist definitiv, man kann es wiedererkennen, es ist eine sehr akkurate Nachbildung von Lukes Lichtschwertgriff aus Episode 6 aus Rückkehr der Jedi-Ritter. Das Lichtschwert sieht auch sehr, sehr, sehr ähnlich aus zu dem von Obi-Wan. Das ist aber auch im Originalfilm so. Wenn man sich den Close-Up anguckt, wo Darth Vader das Schwert in der Hand hat, kann man das auch sehr gut sehen im Film, wie das aussieht. Was ich ganz nice finde ist, und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das bei anderen Lichtschwertfilmen auch dabei hatte, hier bei CX Sabers habe ich es auf jeden Fall dabei. Ihr habt noch extra Klappen, diese hier nämlich. Die sind dafür da, hier die Teile auszutauschen unten, weil hier zum Beispiel beim Lichtschwert am unteren Ende, da ist ja hier jetzt zum Beispiel noch so Rippen sind da so, eine Öffnung. Das ist, damit die Geräusche vom Lautsprecher besser durchkommen. Deswegen sind die da drin. Die sind aber eigentlich nicht original in dem Design des Lichtschwerts. Also das Lichtschwert hat die im Original nicht. Und deswegen habt ihr halt diese Extra-Klappe. Das heißt, das könnte man hier oben nochmal abnehmen extra. Ja. Und dann schraubt man die andere einfach da drauf. Und dann sieht es halt wirklich so aus, wie es auch im Film eigentlich aussieht. Dasselbe habt ihr, könnt ihr natürlich noch hier oben machen. Mit der Mündung. Und dann habt ihr wirklich 1:1 genau das Lichtschwert, was ihr auch im Film seht. Ihr habt jetzt hier hinten, ist es matt, also keine Schlitze. Und hier oben sieht es auch anders aus, weil da ist nur diese kleine Öffnung, wo im Film dann tatsächlich die Klinge rauskommt. Beim richtigen Lichtschwert müsst ihr das natürlich breiter haben, um da die Klinge reinzustecken. Aber auch das könnt ihr austauschen. Das finde ich wirklich sehr, 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 sehr cool. Wenn euch das wichtig ist, könnt ihr so nämlich wirklich das perfekte Aussehen des Lichtschwerts aus dem Film haben, wenn euch das wichtig ist. Ist ein netter Touch, muss ich sagen. Jetzt muss ich das trotzdem wieder auseinanderschrauben. Das, was ich gerade draufgeschraubt habe, denn wir wollen das Lichtschwert auch mal anschalten. Und wir wollen uns angucken, ob die Leistung des Lichtschwerts eingeschaltet denn auch so ist, wie ich es erwarten würde, wenn schon diese Teile und andere Dinge der Verpackung so eine große Gemeinsamkeit aufweisen zu anderen Lichtschwertfirmen. So, ist schon das erste Rätsel, weil hier ist, so wie ich das sehe, nur eine Öffnung für eine Schraube. Ja, und ich bezweifle einfach, dass eine Schraube allein diese Klinge halten wird. Aber wir schauen mal. So, die eine Schraube ist drin. Und es könnte stabiler sein, ehrlich gesagt, aber ich denke, es hält. Mit einer Schraube. Da schau her. Na gut, okay. So, dann würde ich sagen, wir schalten das Ding jetzt mal ein. Und was ich schon direkt ganz cool finde, ist, dass ihr hier vorne die beiden Knöpfe beleuchtet habt, sobald das Schwert in den Standby-Modus geht. Das finde ich wirklich sehr cool. Und mal gucken, wie die Leuchtkraft ist. Also ich glaube, das kann sich sehen lassen, oder? Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das weniger hell ist als bei anderen Firmen. Wobei der Sound ist ein kleines bisschen anders. Habe ich hier vielleicht auch andere Soundfonts? Muss ich mal gucken. Master Windu. Aha. Es ist genau dasselbe, auch die Software ist genau gleich. I am told it is the Dark Saber. Master Windu.
Also, Smooth Swing ist da. Ihr habt verschiedene Flash-Effekte. Funktioniert auch. Hat's auch Gestensteuerung. Hat's auch. Also von der Leuchtkraft, den Effekten her und so weiter, kann man nichts sagen. Ist sehr gut. Ja, ist dasselbe, was ich auch bei anderen Firmen bekomme. Da kann man wirklich nicht meckern. Ja, also, das machen die auch verdammt anständig. Beziehungsweise, sie haben einfach dasselbe wie die anderen. Das war Copy-Paste, ja. Aber wisst ihr, was mir eben gerade, als ich die Klinge reingemacht habe, noch aufgefallen ist? Und das finde ich tatsächlich nicht so toll. Ich zeige euch das nochmal. Bei anderen Lichtschwertern könnt ihr nur hier oben was abnehmen und hier unten. Jetzt passt mal auf, was ich gemerkt habe eben gerade, was ich hier alles abnehmen kann. Und das wäre das Maximum, was man bei anderen Firmen, die ich kenne, abmachen kann. Aber hier geht es noch weiter. Ich kann einmal hier anfangen. Und ihr seht es schon. Ja. Da kommt irgendeine Verkabelung zum Vorschein und hier oben genauso. Und ich muss es euch ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Also das finde ich jetzt nicht so toll. Ich finde das ehrlich gesagt an der Stelle ein bisschen schlappig verarbeitet und es mag auch da der Unterschied herkommen zu anderen Firmen, weil die darauf achten, dass das da nicht geht. Hier geht das. Ihr könnt das halt wirklich komplett auseinanderschrauben und bauen. Und das finde ich einfach nicht zu Ende gedacht und nicht so gut verarbeitet. Muss man ganz ehrlich sagen, weil wenn man es nicht besser weiß, man schraubt hier rum auf einmal liegende offene Kabel. Das ist Elektrizität hier auch irgendwie. Ich meine, man wird davon, wenn man davon einen kleinen Schlag kriegt, nicht sterben oder so, im Worst Case, sage ich jetzt mal. Aber, also, würde wahrscheinlich auch anders gehen, ja. Und ich frage mich einfach, warum die das hier so haben oder warum das hier bei denen so offen liegt. Das finde ich wirklich nicht gut. Aber vielleicht kommt genau da der Unterschied zwischen den einzelnen Firmen dann her, wenn man sieht, dass sie scheinbar von einem anderen Großhändler Teile irgendwie einkaufen. Wie sie es dann später verarbeitet haben und was dann halt noch als Zubehör mit dabei ist. Ja, ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, vom Aussehen her und von den Features steht dieses Lichtschwert den anderen in nichts nach. Also das ist wirklich gut. Das ist genauso gut, wie ich das von anderen gewohnt bin. Da kann man nicht meckern. Ja, das muss man einfach sagen. Das ist genau das Gleiche. Es ist dasselbe. Ja. Ich finde aber an der Einstelle die Verarbeitung, wie gesagt, nicht so gut. Aber, wenn man jetzt mal in den Shop von CX Sabers guckt, dann sieht man, dass gerade dieses Schwert von Luke gerade reduziert ist natürlich, ist auch Star Wars Day und so weiter. Und das ist günstiger, definitiv günstiger, als bei anderen Shops, die vergleichsweise sind. So, angenommen meine Vermutung stimmt und die kaufen das alle beim selben ein und verarbeiten das dann halt nur unterschiedlich oder bauen das anders zusammen und so. Und es ist eigentlich wirklich dasselbe. Come on. Also wir haben gerade gesehen, es ist dieselbe Elektronik, glaube ich, dieselbe Standardelektronik drin und dieselben Sounds sind drin. Das auf jeden Fall. Das muss quasi eigentlich so sein, ja. Das unterstelle ich denen jetzt einfach mal, dass die alle beim selben einkaufen. Wenn das so ist, dann weiß man ja, man kriegt bei CX selber dasselbe, was man auch bei anderen kriegt. Und dann muss man halt abwägen, ob der günstigere Preis, den die hier halt anbieten, einem das wert ist, dass man dann halt gegebenenfalls offene Kabel sieht oder nicht. Und man muss bedenken, da kommen noch Versandkosten dazu. Ne? Die schicken auch, sie verschicken auch weltweit und sie sagen, es dauert 10 bis 20 Tage. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie hoch die Versandkosten dann noch sind. Keine Ahnung. Aber wenn ich jemand wäre, der sich so ein Lichtschwert kaufen möchte jetzt zum Star Wars Day, dann würde ich halt einfach mal gegenrechnen. Mein Rabattcode
Bacon benutzen, den es auch bei CX Savers gibt, ja. Mit dem Rabattcode BACON könnt ihr nochmal auf euren Einkauf sparen. Und ich würde einfach mal gegenrechnen, wo ich günstiger bei wegkomme. Ob bei CX Savers oder bei einem gewissen anderen Shop. Müsst ihr einfach selber wissen. Ich würde sagen, wenn ihr jemand seid, der sich das vornehmlich einfach nur hinstellt und vor allem dann auch vielleicht die Klappen dran macht, die dann halt wirklich mehr filmakkurat sind, ja, dann würde ich den geringeren Preis nehmen, weil dann schraubt ihr halt nicht da auf, wo ihr es aufschrauben könnt und gut ist. Das würde ich machen. Was ihr macht, müsst ihr natürlich selber wissen. Auf jeden Fall auch ein cooles, sehr nices Lichtschwert steht den anderen Lichtschwertern in der technischen Qualität in nichts nach. Bin sehr zufrieden damit. Wirklich cool. Link findet ihr in der Videobeschreibung dazu natürlich. Und nochmal vielen, vielen Dank an CX selber für dieses Lichtschwert. Ja, vielen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal sage ich tschö mit Ö, Hause Bounce und möge die Macht mit euch sein. Cool, dass du das Video bis zum Schluss geschaut hast. Wenn du mich supporten möchtest, dann kannst du das tun, indem du dem Video ein Like gibst und mir ein Abo dalässt. Schreib mir gerne einen Kommentar, vor allem wenn du ein neuer Abonnent bist. Und wer weiß, vielleicht tauchst du dann ja im nächsten Video auf. Danke und tschö mit Ö und Hause Bounce.